ist Krieg in Syrien, Krieg in Jemen, Auseinandersetzungen zum Beispiel zwischen Rohingyas und dem Militär in Myanmar. Weltweit sind 65 Millionen Menschen auf der Flucht. Viele davon Kinder. Diesen Menschen muss geholfen werden. Und vor diesem wirklich dramatischen politischen Hintergrund erscheint ein klassisches Lied von Udo Lindenberg, leider auch heute ganz aktuell. Er hat damals gesungen, wozu sind Kriege da? Und leider, leider muss man diese Frage auch heute noch stellen. Es tun dies bei uns musikalisch zauberhafte junge Künstlerinnen und Künstler von The Voice Kids. Wozu sind Kriege da? Das habt ihr ganz toll gemacht. Dankeschön. Richtig gut. Da kommt ja noch mal ein ganz neues Leben in dieses Lied rein.
ganz, ganz besonders. Sehr schön, dass ihr mit dabei seid. Wir freuen uns wirklich sehr. Superstars von The Voice Kids und den Chor wollen wir nicht vergessen. Blue Voice aus Hamburg. Ganz toll, dass ihr mit dabei seid. Und so schön mit den Lichtern und in den weißen Kleidchen. Mann, Mann, Mann. Also, vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns später. Und ich hüpfe jetzt einmal rüber zu Elias. Den wollen wir nämlich nicht vergessen. Das ist ein wirkliches Wunderkind, der hier am Flügel sitzt. Willkommen, Elias. Wie alt bist du, Elias? 10 Jahre. Es ist 10 Jahre. 10. Und 10 ist ja so ein Alter, da kann man ja studieren. Du zum Beispiel. Am Mozarteum studierst du in Salzburg. Ja. Und das Mozarteum, das ist ja nicht irgendwas, sondern das ist ein Heiligtum der klassischen Musik. Da hat Herbert von Karajan, kennst du vielleicht vom Namen her, ein Dirigent, ja, hat das ganz gut gemacht früher. Hm? Mhm. Und benannt ist das ja nach, das Mozarteum nach? Nach Mozart. Könntest du Mozart auch? Ja. Ich habe ein gutes Gefühl. Sehr gut. Also. Er hätte auch einfach Ja sagen können, aber hat lieber türkischen Marsch gespielt. Gut so. Wir brauchen deine Hilfe jetzt. Denn wir möchten, und das ist der Moment, wo hier im Publikum einigen Prominenten das Gesicht ein bisschen blass wird und das Blut in den Adern gefriert, wir möchten an das Geld unserer Superstars. Das ist ein kleiner Spaß. Nicht für die, aber für uns. Und dafür brauchen wir Unterstützung. Erstens dich und zweitens einen gut gekleideten, formvollendeten, der all die guten Manieren für einen ganz kleinen Moment vergessen muss. Herzlich willkommen, Max Rabe. Lieber Max, bitte, walte deines Amtes. Folgendes Spiel. Elias wird eine Filmmusik spielen und Sie zum Beispiel, gnädige Frau, Pause. Ja. Sie dürfen raten, um welches Werk, um welchen Film es sich handelt. Und wenn Sie es zu wissen glauben, sagen Sie Stopp. Elias, bitte. Stopp. Ob das wohl richtig ist? Inka, du kannst auch gern Sie was Falsches sagen. Sie können sehr viel Zeit lassen. Denn das verdoppelt den Betrag. Je länger Sie brauchen... Moon River, ich bin nur gerade heiser. Sie müssen es nicht singen, Sie sollen nur sagen, um welchen Film es sich handelt. Heißt der Film wie das Lied, dann heißt der Film Moon River. Nein, aber die Lösung wird jetzt eingeblendet. Auf jeden Fall war Moon River... 297, die kleine Zahl. Wir runden das nach oben auf, das kann man besser lesen. Ja, also 300 Euro, Inka, einverstanden? Frühstück bei Tiffany's. Gut, danke schön. Moon River. Max. Frau Maischberger. Nein, nein, jetzt sind Sie dran. Ich freue mich. Sie hat gesagt, es ist richtig mit Stivago. Ja, aber Vorsagen gilt sowieso nicht. Also, der folgende, genau, also Sie können sich überhaupt mit der Antwort Zeit lassen, denn je länger es dauert, umso größer ist der Verlust auf Ihrer Seite und der Gewinn für die Aktion Ein Herz für Kinder. Also, Elias, bitte die nächste Filmmusik. Die Uhr läuft, oh, wunderbar. Wenn Sie es wissen, sagen Sie Stopp. Aber Sie können sich ruhig Zeit lassen. Stopp. Stopp. Nicht Herr Stopp. Ich weiß, dass Sie es wissen. Wir wissen es. Also Gemeinschaftslösung ist? Nee, ich bin keine 70 mehr, also es geht nicht mehr. Es geht mir so wie vielen, ich kenne es, ich weiß es, aber mir fällt es nicht ein. Ja, mir kann ich nicht sagen. Böse italienische Männer. Ja. Böse italienische Männer. Berlusconi. Sandra hat keinen Filmriss. Sandra hat offensichtlich keinen Filmriss. Bitte.
Der Pate. Brava. Der Pate also, ist richtig. Gottvater, der Pate. Hm? 491. Wir runden auf 500 auf. Und ja, 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 genau. Das Einverständnis von Sandra. Ah, Frau Uschbruch, das wäre doch mal was. Elias, bitte die nächste Filmmusik. Ich weiß es, aber ich höre ihm gerne. Genau, wir hören es weiter. Die Musik läuft, das Geld läuft. In diese Jahreszeit, ein Lieblingsmärchen. Danke. Christine, jetzt kostet es dein Geld, also du kannst Stopp rufen. Ich weiß, aber es ist ja Weihnachten. Ist gut. Drei Nüsse für Aschenbrödel. Wunderbar. Es ist drei Perfekt, Nüsse ja. für Aschenbrödel, ganz genau. Vielen herzlichen Dank, Elias. Und danke, Max Rabe. Was für eine Freude, das war Max in seiner Paradedisziplin Musik. Später in der Sendung hören. Ich habe auch noch einen kleinen Wunsch. Darf ich dir den ins Ohr flüstern? Und ich würde sagen, die Melodie, die jetzt kommt, können Sie alle mitsummen und mitklatschen. Und wir ersetzen das Wort Blumen einfach durch das Wort Spenden. Bitte. Vielen Dank, Elias. Danke dir. Hat viel Spaß gemacht, mein Freund.